Oderle, Bastelzeit. Und es geht weiter mit unserer schönen kleinen Eulenbadge hier. In der letzten Folge, letzte Woche, hatte ich ja schon gezeigt, wie ich das Ganze ja erstmal geplant habe, wie ich die Bauteile ausgewählt habe und dann schon mal das hier vorbereitet habe. So eine Platine im Design von unserer Logo-Eule vom Hackerspace. Jetzt soll es mal darum gehen, dann hier die einzelnen Bauteile auch da drauf zu bekommen. Gefolgt vom ersten Prototypen, dann wie ich das Ganze noch weiter verfeinert habe und ja, wie das fertige geworden ist, sowie was man noch verbessern könnte, weil es gibt halt immer irgendwas zu verbessern. Ja, nächster Schritt dann hier für mich erstmal. Na, eventuell sollten wir mal die ganzen Sachen platzieren. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal die Bauteile und setze dahin, wo ich sie gerne haben möchte. LEDs sind relativ klar, die wollte ich ja in die Augen haben. Von daher, ja, da nicht viel Auswahl. Die restlichen Bauteile muss ich mal gucken. Ich würde die gerne möglichst auf der Vorderseite alle halten, denn ja, das ist halt das, was man sieht und man soll auch sehen, dass da jemand gelötet hat. Also gehe ich einfach mal hin und gucke, dass wir das hier so halbwegs hinbekommen. Hier die Arme sehen ja schon ganz gut aus oder Flügel sind es ja. Muss man jetzt natürlich ein bisschen gucken, weil das ist nicht dafür gedacht, dass man 45 Grad Winkel hier macht, aber mit ein bisschen rumhantieren geht das natürlich und wie wir sehen, 45 ist nicht ganz richtig. Muss mal gucken, was da schön passt. Das müsste halbwegs gehen. Machen wir den hier hin. Dasselbe dann. Wir haben ja immer auf beiden Seiten quasi das Ähnliche. Das heißt, ich setze jetzt nochmal grob. Dann haben wir hier R3. Hier kann ich es natürlich nicht hinsetzen, weil da keine Lötstoppmaske ist. Das ist doof. Die Transistoren ist noch schlecht. Wo setzen wir die denn hin? Die könnten wir eigentlich in die Füße setzen, ne? Ja, das klingt fast gut, dass wir die hier unten hinsetzen. Da muss ich dann nur gucken. Die haben wir aktuell ja. Ja, das geht so noch nicht. Denn aktuell haben wir den Silkscreen weggeholt auf der Vorderseite hier. Das wäre schlecht. Ich denke, wir können es aber verschmerzen, wenn wir die Füße nicht silber machen. Und nur den Schnabel als ja, so kleines Sonderteil mit mit Lötzinn bedeckt halten. Ich denke, das mache ich gerade. Ich gehe gerade rüber in Inkscape, hole hier unten die Füße raus und exportiere das nochmal neu. So, einmal neue Maske. Und das sollte doch besser gehen. Dann haben wir auch hier unten unseren Platz dafür. Gut. Was haben wir noch? Die Caps, die können wir eigentlich auch hier mit reinmachen. Ja, ich denke, so machen wir das. Da machen wir den hier. Hierhin. Der hier, der passt mir noch nicht so ganz. Den könnten wir hier so quer. Das müsste eigentlich auch gehen. Ja, ich denke, so ist das okay. Den Pot haben wir noch. Der ist jetzt ein bisschen problematisch, weil das halt nur einer ist. Hier oben auf die Stirn sieht, denke ich, nicht so toll aus. Mitten in der Mitte haben wir gesagt, geht schlecht. Ich glaube, den werde ich dann auf die Rückseite irgendwo machen. Da haben wir ja noch mehr als genug Platz. Ja, machen wir den einfach hier hin. Und dann sollte das eigentlich auch ganz gut passen. Gut, ich mache mal gerade die Winkel alle noch richtig. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze verkabelt bekommen. Gut, was ich jetzt noch sehe, was ein kleines Problem ist. Die Flächen hier, das sieht ja nicht als Fläche an, sondern wirklich als vorgegeben und entsprechend macht er keine Automatik, was die Füllung angeht. Ich kann das mal hier auf der Rückseite zeigen. Machen wir hier auf der Rückseite einfach mal eine große Groundfläche. Wenn ich die jetzt füllen lasse, tut sich nichts. Okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir nirgendwo Ground haben. Wollen wir denn Ground? Ich glaube hier unten bei den. Oder einfach mal ein Via hin, dann sollte das. Na, jetzt. Jetzt macht das, so wie ich das wollte. So, wenn wir hier gucken, das ist jetzt gefüllt automatisch. Und da, wo Bauteile sind, geht Keycard hin und macht automatisch das weg, die Füllung, sodass die Lötstelle dahin passt. Uns das mal hier angucken gerade. Hier können wir es, denke ich, sehen. Wir haben hier außenrum überall Ground. Und hier, wo das Bauteil ist, hat er ein Stück weggenommen. Dann wieder Kupfer für die Lötflächen. Und entsprechend natürlich die Lötstoppmaske da weg, sodass wir auch löten können. Das funktioniert nicht bei den Vorderseiten hier, die wir vorgegeben haben. Das ist schlecht, weil das heißt, dass das ein großes Kupfer ist, das ist ein großer Kurzschluss, hilft uns nicht weiter.
Heißt also, das hier geht gar nicht, was ich da vorhabe. Ich muss also jetzt mal hingehen und das anders machen. Ich denke, ich werde jetzt hier einfach das Raster ein bisschen sehr weit runterstellen und hier das Ding einfach einmal nachzeichnen. Bei den Außenlinien muss ich nicht so aufpassen, das ist kein Problem. Da weiß KeyCard, okay, da ist das Board zu Ende. Allerdings hier die Linien, die muss ich noch richtig machen. Ich mache die Flächen dann alle auch auf Ground. So. Das mache ich jetzt auch mit der anderen, mit dem anderen Flügel und den beiden Füßen hier unten. Und wenn ich das habe, dann kann ich hier hingehen, kann das Footprint editieren und dann entsprechend die Stellen, die ich selber nachgezeichnet habe, hier rausholen. Jetzt können wir es auch sehen. Zack. Wenn ich das jetzt automatisch füllen lasse und irgendwo ein Ground habe. So, jetzt sehen wir auch, er füllt's. Aber er lässt die Stellen frei, auf denen ich am Ende löten möchte. Und genauso, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Leiterbahn ziehe, dann würde er die auch, wenn ich das jetzt füllen lasse, entsprechend freilassen. Und das ist genau das, was ich brauche. Gut, ich gehe dann mal hin, korrigiere, wie gesagt, die Winkel, mache die restlichen Flächen und dann können wir weiter gucken. Okay, das sieht auch schon besser aus. Ich bin jetzt schon mal hingegangen, habe die Winkel korrigiert, habe die einzelnen Sachen hier korrigiert. Und was ich auch gemacht habe, wenn wir hier mal auf auf den Silkscreen gucken, ich habe die einzelnen Werte in die Widerstände reingeschrieben, sodass am Ende, wenn gelötet ist, da nichts mehr auf dem Board an Beschriftung ist, außer wirklich die Augen, die halt sichtbar sein sollen. Ich denke, das sieht dann ganz gut aus. Für die Transistoren habe ich keine Beschriftung mehr hinbekommen. Könnte man noch irgendwie versuchen, eine 1 und eine 2 hier reinzuquetschen, aber meh, ist nicht ganz so tragisch. Sind ja beides dieselben, da ist das nicht wirklich ein Problem. Was wir jetzt sehen, sind die ganzen weißen Linien. Das sind die Verbindungen, die wir laut Schaltplan da noch herstellen müssen. Auf der Rückseite haben wir bis jetzt zumindest nur dieses eine Poti hier oben zum Einstellen. Und ja, was jetzt folgt, ist das Übliche. Kommen wir, machen uns mal hier ein paar schöne Leiterbahnen. Dabei muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht oder möglichst nicht hier in die Mitte gehe. Das heißt, ich werde viel mit Vias arbeiten müssen. Das heißt also, ich gehe hin, zeichne was und sage dann, okay, jetzt gehen wir auf die Rückseite. Und auf der Rückseite habe ich hier mehr oder weniger Narrenfreiheit. Da kann ich dann hingehen, wo ich möchte. Hier gucken, das so machen zum Beispiel. Okay, das ist zwar jetzt ein Via in der Lötfläche, das möchte ich möglichst nicht haben, aber so kann man dann nach und nach das bauen. Danach natürlich nicht vergessen, das neu ausfüllen zu lassen. Und ja, so, das ist jetzt erstmal mein Plan. Und so werde ich mich dann nach und nach vorarbeiten, um hier die einzelnen Verbindungen fertig zu machen. Natürlich dann hier überall, wenn da sowas hier ist, gut, dann geht man nochmal drüber und macht das in schön, sodass da nicht so viel ist. Wo ich noch ein bisschen aufpassen muss, gerade wenn ich hier so lange Bahnen ziehe, ist, dass ich den Ground hier außenrum nicht unterbreche. Das heißt, im Zweifelsfall dann halt hier das hier so oben langen Routen, sowas zum Beispiel machen, statt hier der langen, sodass wir immer irgendwie eine Verbindung haben. Und jetzt haben wir eine Verbindung, wenn wir gucken. Hier haben wir jetzt zwar eh eine, aber gehen wir mal davon aus, hier wäre das Ding abgetrennt. Dann ginge der Ground hier über das Via auf die Vorderseite. Vorderseite käme hier rüber, über das Via. Und dann wären wir wieder hier im richtigen Bereich in der Mitte. Ja, ich mache mal hier die Leiterbahn soweit fertig. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Was ich dann auch noch machen werde, das sind zwei große Durchkontaktierungen. Und zwar. Das Ding ist ja so ungefähr 5 cm groß. Ich denke, das kann man sich auch ganz gut umhängen. Das heißt, ich gehe einfach mal hier oben hin, mache da ein Via und sage jetzt, okay, der Durchmesser, der ist jetzt nicht hier 0,8, sondern der ist 3, was weiß ich, 3,5 mal 3, so um den Dreh. Das Ganze nochmal duplizieren auf die andere Seite. Wenn wir jetzt gucken, zack, zack, zack. Dann haben wir oben zwei Löcher und ich denke, da kann man ganz gut eine Schnur durchziehen, um sich das dann umzuhängen. So als ja, kleines Umhängegadget, was dann blinkt.
So, und das hier ist dann jetzt das, was ich soweit fertig habe. Wenn wir mal hinten ausblenden, dann sehen wir auf der Vorderseite, ist das alles überschaubar. Ich habe versucht, möglichst die Winkel beizubehalten. Das heißt also, die Verbindungen, die ich auf der Vorderseite mache, sind kein 45 Grad. Das ist irgendwas Seltsames. Ansonsten geht fast alles direkt mit Vias in der Nähe vom Pad nach unten. Hier unten in den Füßen ist das ein bisschen knapp geworden, aber ne, es passt noch. Ich wollte halt möglichst hier die Groundplane dann doch noch halbwegs da halten, sodass das nicht zu schlimm aussieht. Was ich auch noch gemacht habe, ist hier in Kupfer mitten rein einmal Hexco LED Practice Kit geschrieben, dass man weiß, was es ist. Bei den Augen bin ich auch hingegangen, habe es versucht symmetrisch zu halten. Das heißt, die gehen alle hier einmal so in einem Winkel und dann oben und drüber und unten drunter in der Mitte jeweils die Vias. Das Chaos, das kommt dann entsprechend auf der Rückseite, wenn wir uns das hier angucken. Ja, viele Leiterbahnen, die teilweise recht chaotisch laufen, einfach dadurch, dass ich es vermeiden wollte, nochmal auf die Vorderseite zu springen. Im Prinzip ist es einfach nur die Verbindung, die wir eben im Schaltplan auch gesehen haben, die dann hier entsprechend über die Vias von oben kommt. Das heißt also, hier oben haben wir ein Bauteil. Von da aus springt das auf dieses Via, also die Durchkontaktierung, auf die andere Seite. Und hier ist dann die jeweilige Verbindung zu den einzelnen Sachen, wo das hingehört. Das heißt also hier zum Beispiel, der geht dann hier hinten einmal auf den RV, dieses Poti, dann hier hinten einmal rumgeschlängelt und auf der anderen Seite geht es wieder über ein Via auf diesen Anschluss hier. Was ich auch noch gemacht habe, ist noch mehr Text auf der Rückseite. Da steht jetzt nochmal Hike America Space Koblenz, unsere Webseite, ein Platz, wo JLC seine Borddaten hinmachen soll. Die meisten Hersteller, die Kleinmengen produzieren, die machen irgendwo eine Produktionsnummer drauf. Und hiermit sage ich denen halt, mach die bitte hier hin, nicht, dass sie die irgendwie auf der Vorderseite am Ende platzieren, was ich halt ungerne haben möchte. Theoretisch ist die Platine so schon fertig, wenn wir uns die hier angucken. Die Vorderseite haben wir, die Rückseite haben wir. Ja, dann müssen wir jetzt im Prinzip nur noch die Bauteile drauf machen und oh, Strom drauf geben, ne? Die Spannungsquelle, das ist so ein Punkt, da habt ihr sicher schon gemerkt, die habe ich die ganze Zeit weggelassen. Denn da habe ich so einen kleinen internen Konflikt. Einerseits, das Ding ist klein, das Ding ist jetzt in dem Fall hier zum Umhängen. Das heißt, ja, Batterie muss es wohl sein. Andererseits, ich hasse Batterien, weil die meisten halt Einweg sind und ist jetzt eventuell nicht so cool. Das heißt, ich war jetzt die ganze Zeit am Überlegen, wie mache ich das? Entweder ich mache auf die Rückseite einen Batteriehalter, da ist ja noch eine Menge Platz. Oder was meine andere Idee wäre, ich mache irgendwo einen Micro-USB-Anschluss oder USB-C oder sowas hin und man kann das Ding dann mit einer Powerbank betreiben. Problem ist, na, zum einen Micro-USB und USB-C sind relativ kleine Sachen, das heißt, die sind eher schwer zu löten. Ist jetzt für ein Einsteiger-Lötkit vielleicht nicht so toll. Zum Zweiten, wie schon gesagt, es soll mobil sein und ich gehe davon aus, dass die meisten Leute keine Powerbank jetzt die ganze Zeit in der Tasche dabei haben und dann zufällig, wenn sie bei uns zum Löten vorbeikommen, da das machen. Das heißt, ich werde hingehen und werde, auch wenn ich es nicht so dolle mag, hier einen Batteriehalter drauf machen. Prinzipiell sind die Werte so ausgelegt, dass die Schaltung auch mit 5 Volt läuft. Das heißt, wenn da Pads sind, kann man auch genauso gut da ein USB-Kabel irgendwo sich abschneiden und dann drauflöten. Was ich zum Beispiel habe, ich habe so von alten Mäusen oder so, immer wenn ich die weggeschmissen habe, immer vorher das USB-Kabel abgeschnitten. Entsprechend habe ich dann hier sowas immer greifbar. Gut, brauchen wir also einen Batteriehalter oder erstmal eine Batterie? Nun ja, bei der Größe wird es auf jeden Fall nichts, hier irgendwie eine AA-Batterie oder AAA-Batterie oder sowas reinzumachen, also die üblichen Rundzellen. Ja, dann bleibt eigentlich nur Knopfzelle übrig, das sind diese runden Dinger und die hier gefällt mir ganz gut. CR2032, das hat einen relativ einfachen Grund, die sind nämlich verbreitet wie sonst was. Die sind in vielen PCs drin als BIOS-Batterie. Viele kleinere Geräte, wie zum Beispiel so TAN-Generatoren von der Bank oder sowas, die nutzen die auch und entsprechend sind die eigentlich relativ gut zu bekommen. Wenn wir die Wikipedia dazu befragen und hier uns das mal durchgucken, dann sehen wir hier erstmal, dass das eine Lithium-Mangan-Oxid-Zelle ist. Spannung 3 Volt, kommt für uns ja hin. Vorteil von denen, die halten relativ lange und wenn wir unten gucken, CR2032,
Etwa 210 bis 230 Milliampere-Stunden. Wenn wir mal von so 2 Milliampere ausgehen, heißt das realistisch gesehen so 200 Stunden plus sollte das Ding halten. Also etwas über eine Woche Dauerbetrieb mit einer Batterie. Ist, denke ich, okay. Und wie gesagt, sie sind relativ einfach zu beschaffen und vor allen Dingen, man kriegt es auch gebraucht. Ich habe aus alten PCs hier noch welche rumliegen. Das ist zum Testen dann natürlich ganz praktisch. Also CR2032 it is. Drauflöten ist aber nicht. Das heißt, wir brauchen noch einen Batteriehalter. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich bei LCSC bestellen wollte. Und wenn wir da nach 2032 suchen, da haben wir drei ganze Sachen, die wir nutzen können. Der günstigste, das ist der hier. Das ist einfach so ein Blech, was man drauflötet. Heißt also, dass eine Seite von dem Kontakt von der Batterie einfach das Board ist. Gefällt mir jetzt nicht ganz so dolle, aber bei einem Preis von 3,5 Cent ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Nächst teurerer wäre der hier. Der ist natürlich auch interessant, aber der geht nach hinten. Und wenn ich das Ding zum Umhängen haben möchte, dann ist das nichts. Das ist was, wenn man es hinstellen möchte. Und der letzte Kandidat ist der hier, der ist relativ teuer, 13 Cent das Stück. Ist ungemütlich, aber naja, das ist ein fertiger Halter, da sind beide Kontakte dran und der sieht auch so aus, als ob man da die Batterien sehr einfach rein und raus bekommt. Und ich denke, es ist relativ wichtig, die einfach rein und raus zu bekommen, weil es halt keinen Schalter und nichts gibt. Das heißt also, ich werde wahrscheinlich auf die hier gehen und das dann bei mir entsprechend reinmachen. Eine Sache, wenn ich das jetzt nutzen möchte, naja, ich muss das irgendwie in Keycard reinkriegen und so wie das aussieht, ist das kein Standardbauteil, was ich da direkt finde. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Zum Teil finden sich hier sogenannte ECAD-Models. Das läuft über irgendeine Drittanbieterfirma. Da kann man inzwischen hier solche Dinger fertig runterladen. Die sind auch für Keycard und so vorbereitet, das ist kein Problem. Allerdings, zumindest mal hier bei sowas, bin ich da ein bisschen vorsichtig, gerade wenn wir hier gucken. Das ist jetzt halt die Größe hier von dem Halter. An der Seite guckt aber die Batterie noch ein bisschen raus. Das ist jetzt nicht so dolle, deswegen werde ich das in dem Fall hier selber erstellen. Dazu nehme ich mir das Datenblatt hier. Und irgendwo, ja, direkt hier, haben wir bereits die passenden Abmessungen und so. Alles, was wir brauchen. Und was ich jetzt loslegen werde, ist jetzt erstmal mir eine CR2032 zu zeichnen. Die ist hier nicht drin. Also zurück zur Wikipedia. Und da sehen wir dann relativ schnell, die ist 20 mm Durchmesser, 3,2 mm Dicke. Also 20 ist das, was wir brauchen. Und wie das geht, hatte ich ja eben schon gezeigt. Wir gehen hier in diesen Footprint Editor. Und hier können wir auch nochmal gucken. Battery Holders, wenn wir da durchgucken. Das Einzige, was passen würde, wäre der hier. Das ist ungefähr dieses Blechteil, was ich gezeigt habe. Aber sowas für uns ist nicht dabei. Also machen wir hier einen neuen Footprint. Dem geben wir dann einen passenden Namen. Und das Zeichnen hatten wir beim letzten Mal ja schon. Das heißt, ich kann hier hingehen, kann sagen, okay, ich möchte den Courtyard. Dann machen wir hier von der Mitte aus 20 mm, also ein Zehner, 10 mm in etwa für die Knopfzelle. Dann weiß ich, wie groß die ist. Und ich werde jetzt nach und nach die einzelnen Sachen einzeichnen, die wir da brauchen. Das heißt also die Größe vom Halter außenrum und die Pads. Das hatte ich ja im letzten Video schon gezeigt. Und hier so sieht es dann fertig aus. Wir haben in der Mitte unsere Knopfzelle und das ist das, was ich meinte, was da überragt. Das sollten wir eventuell dann auch aufpassen, dass da keine Komponenten sitzen, denn das könnte sonst ein bisschen platzproblematisch werden. Ansonsten, ich habe hier alles soweit eingezeichnet, habe die beiden Anschlüsse drin und dieses Footprint können wir jetzt natürlich benutzen. Dazu habe ich im Schaltplan hier eine Batterie eingefügt, den Footprint zugewiesen. Und wenn wir jetzt in den PCB-Editor rübergehen, dann können wir hier einmal sagen, PCB aktualisieren. Und da haben wir schon unser Footprint. Und das ist relativ groß, aber wir sehen, das müsste noch passen. Wo wir jetzt natürlich gucken müssen, ist unten mit Ground und oben mit VCC. Da müssen wir natürlich irgendwo hinsetzen, wo keine Leiterbahnen sind. Erstmal das Ganze bitte auf die Rückseite. Und lasst mal. Ah, das hier passt auch. Sehr schön. Gut, dann muss ich nur da die paar Leiterbahnen links diese eine und rechts die zwei auf Seite räumen und dann können wir das hier einfach mitten rein machen. Dann
sieht das soweit ganz gut aus. Machen wir das mal hier hin und sorgen dafür, dass die Leiterbahnen hier einmal verschwinden. Und ja, ich denke, das sollte passen. Gerade nochmal den Courtyard hier kontrollieren. Jupp, hier ist nirgendwo was in der Füße. Hier ist nichts in der Füße. Das sollte passen. Und wenn wir uns das hier einblenden lassen, ja, das scheint ganz gut zu sein. Und ja, passt, wie wir sehen, auch perfekt mit der Schrift hier. Die habe ich ein bisschen da reingezogen. Und so dürfte das jetzt auf jeden Fall lauffähig sein. Was ich dann mache, ist mir jedes Bauteil nochmal grob angucken, nochmal überprüfen, dass auch wirklich alles stimmt. Das heißt also einerseits hier den sogenannten ERC. Das ist der Electric Rules Check. Der guckt nach, dass da auch alles richtig angeschlossen ist. Pin ist mit anderen Pins verbunden, wird aber nicht angesteuert. Ja, das kommt schon hin. Das sind die beiden von der Batterie. Da habe ich nicht deklariert im Batteriesymbol, dass das Plus und Minus wirklich ist. Das heißt, der weiß nicht, dass das eine Stromversorgung ist. Kommt hin. Das ist kein Fehler, der für mich wichtig ist. Und genauso hier der Design Rule Check. Der guckt nach, dass die Abstände zwischen den Leiterbahnen in Ordnung sind. Dass nichts überlappt und so. Und wenn wir uns das hier angucken, da haben wir den Footprint, der keine geschlossene Kontur hat. Ja, das sind die beiden, die ich erstellt habe. Das ist okay. Da müsste ich eigentlich noch eine Kontur machen, wo nichts reinkommen darf. Aber wenn wir uns das hier angucken, hier ist nichts, was da überlappt. Also beides okay. Gut, wie gesagt, ich gucke das gleich nochmal alles in Ruhe durch, dass da kein Fehler passiert. Und was ich dann mache, ist das sogenannte Plotten. Das heißt, ich gehe hin und lasse aus hier dem, was ich gebaut habe, die einzelnen Dateien hier generieren. Front- und Rückseite für Kupfer, Front- und Rückseite für den Bestückungsdruck, Front-Rückseite für die Maske und die Board-Outline, also die, wie das Board aufgebaut ist, die Außenlinie. Die kann ich dann hier entsprechend plotten lassen. Brauche noch Bohrdateien. Das ist im Prinzip, wo überall hier solche kleinen Bohrungen hinkommen sollen. Insgesamt haben wir 26 Bohrungen. Das kriegen wir eigentlich auch hin. Alles erstellt. Kann mir das auch jetzt nochmal angucken lassen. KiCad hat einen Gerber-Viewer da drin. Das sind diese Produktionsdaten. Wenn ich die hier öffne und dann noch die Bohrdatei dazu mache, dann kann man hier nochmal zur Sicherheit gucken, dass das auch alles an der richtigen Stelle ist, dass da jetzt nicht so aussieht, als ob was da an dem Schritt kaputt gegangen ist. Und nächster Schritt ist dann, diese Dateien an den jeweiligen Hersteller schicken, der die Platinen da macht. Ich lasse jetzt einfach mal 5 Stück davon fertigen als Prototyp. Kauf mir die Bauteile in kleiner Anzahl mal, um einen Prototypen auch wirklich aufbauen zu können mit dem Zeug, was ich am Ende haben möchte. Und dann, ja, dann können wir gucken, dass wir in Richtung Finale kommen. Ja, für den Bordhersteller hatte ich ja eben schon gesagt, ich werde bei JLCPCB das Ganze machen. Einfach weil gute Erfahrungen und bisher habe ich noch nichts Günstigeres gefunden. Aber wir können nur zur Sicherheit hier auf so eine Vergleichsseite gehen. PCB Shopper. 41 x 49 mm hat die Batch Quantity. Ja, ist gute Frage. Ich rechne jetzt mal aus für Ende, sagen wir mal 100 Stück davon. Irgendwie so um den Dreh. Die genaue Zahl wird sich dann noch ergeben. Silkscreen, also Bestückungsdruck bitte an beiden. Und das Ganze muss am Ende bleifrei sein. Das heißt also nicht für Bleilot und so weiter. Spaces und so lasse ich jetzt mal. Ich glaube, das macht nicht wirklich viel aus. Ship to Germany, Boards arrive in, ist mir egal. Und dann werden wir die jetzt hier mal vergleichen. Dann dauert das einen kleinen Moment. Und wir sehen, das erste ist Werbung und der günstigste Anbieter JLCPCB, Überraschung, Überraschung, mit Postlink kostet das Ganze 30,42 Euro. Kommen natürlich noch die Zollgebühren und so weiter drauf. Und ja, der nächste wäre AllPCB, da legen wir aber schon bei 47, also bei fast 50 Euro. Für denselben Preis kriege ich hier irgendwie so einen 8-Tage-Express-Lieferung. Also JLCPCB ist das günstigste, deswegen auch da entsprechend bestellt. Ja, den Prototyp habe ich nicht per Express bestellt, entsprechend hat das Ganze dann ein paar Wochen gedauert, heißt also erstmal warten, aber es kam dann am Ende alles an und ich konnte hier loslegen, das Ganze zusammenzubauen. Wer aufpasst, ja, kleine Designänderungen, ich habe noch einen Widerstand als Alternative zu dem Poti eingefügt.
Ansonsten alles gleich geblieben und wie wir am Ende dann sehen können, yay, es blinkt, also Prototyp erfolgreich. Oder? Na, ich hab den mal rundgegeben, so an ein paar Leute, und da kam dann auch ein bisschen Feedback, ein paar Verbesserungsvorschläge, die man eventuell einfließen lassen kann in die finale Version, nochmal verbessern, bevor man die größere Anzahl bestellt, und die gucken wir uns dann jetzt mal an. Also zurück zum Schaltplan und dann sorgen wir dafür, dass das Ding final werden kann. Das erste, was wir gesehen haben, das Poti macht keinen Sinn, man kann eh nichts sinnvoll einstellen. Ich werde jetzt hingehen und werde das einfach ersetzen gegen einen Widerstand, der etwa 82 Kiloohm ist. Den Widerstand kann man dann bei Bedarf immer noch austauschen, denn was noch ein anderes Thema war, es wurde angesprochen, verschiedene LED-Farben. Verschiedene LED-Farben heißt aber auch, dass ich die Vorwiderstände anpassen muss. Und wenn ich die Vorwiderstände anpasse, dann muss ich auch irgendwie hier den Zweig anpassen. Dann haben wir hier einen Widerstand, wo wir das einstellen können. Das ist so mein Hintergedanke. Gut, das ist aktualisiert. Gucken wir noch auf unsere Platine. Da waren auch noch so ein paar Punkte, die angesprochen wurden. Erstmal, der hier entfällt natürlich. Und dann lassen wir das gerade mal aktualisieren. So. Flip. Und den machen wir dann irgendwo hier hin. Das gucken wir uns dann gleich noch an. Was dann noch aufgefallen ist, die hier sind nicht ganz symmetrisch. Da ist irgendwo etwas schief gelaufen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, ja, der ist ein bisschen verrutscht. So dürfte das symmetrisch sein. Das ist besser. Dann gab es den Wunsch, dass ich den Text sichtbar mache. Der hängt momentan, wo ist er? Hier drunter. Den ziehen wir einfach unter den Batteriehalter hier, dass der da noch unten rausguckt. Die Bordsachen, die können wir weiterhin da im Hintergrund halten. Revision ist jetzt natürlich die Nummer 2. Und was von mir so als Idee kam, ich hatte ja vorgesehen, das umzuhängen. Ich habe noch so Sicherheitsnadeln. Eventuell hier hinten ein Pad oben hin machen, sodass man die Sicherheitsnadel da dran machen kann. Da muss ich jetzt ein bisschen Platz schaffen, hier mit den Traces. Ja, ich denke, auch das ist jetzt nicht so das Problem. Das heißt, ich hole mal die hier, gehe die ein bisschen, lass die ein bisschen weiter oben hingehen. Wenn wir dann den Platz geschaffen haben, dann kommt hier eine kleine Floating-Fläche rein. Einfach eine kleine Kupferinsel, an der ich da eine entsprechende Sicherheitsnadel am Ende festlöten kann. Hoppala, da fehlt noch ein Trace. Und was ich auch noch machen sollte, ist natürlich die Maske hier oben da ein bisschen zurückziehen, sodass da entsprechend auch gelötet werden kann. Machen wir das so. Ups, bisschen schief. Korrigiere ich gleich. Nur, dass man da sieht, was ich meine. Und wenn wir jetzt hier uns das anschauen, dann haben wir hier auch die passenden Änderungen drin. Wir haben hier oben diese Fläche, wo wir löten können. Den Widerstand hier und den Text entsprechend nach unten. Und den machen wir gleich dann noch in die Mitte. Die Magie des Videoschneidens. So sieht das doch deutlich besser aus. Wir haben die Fläche, wir haben nichts mehr hier im Weg. Die Texte sind alle schön in der Mitte. Ich habe noch ein Plus dazu gemacht, sodass wir hier auch wissen, wo Plus ist, wenn man hier auf die Pads, wie schon gesagt, ein USB-Kabel anlöten möchte. Und ja, ich denke, hiermit kann ich leben. So ist das gut und so kann das dann in die finale Produktion gehen. Wie das geht, hatte ich euch ja eben schon gezeigt mit dem Gerber exportieren. Müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Das heißt also, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut und dann gucken wir uns einfach mal an, wie das fertig aussieht. Also bestellen wir mal größere Mengen an Platinen und wie ihr eventuell seht, das ist ein bisschen ausgeartet. Ich hatte ja die ganze Zeit die Platinen in grün geholt und eigentlich war auch meine, ja, so meine Idee, komm, wir holen die grünen dann entsprechend in höherer Anzahl. Haben wir auch gemacht, wir haben aber auch nochmal eine höhere Anzahl mit blauen Platinen geholt, also kleine blaue Eulen. Und da es auch für andere Farben Interessenten gab, sind wir da auch noch rundgegangen und haben noch ein paar andere Farben in kleinen Mengen bestellt. So, die Herstellung dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, bis zu 6 Tage Build-Time ist ja angegeben für diese größeren Batches, wo entsprechend viele PCBs gefertigt werden. Wir haben uns dann dazu entschlossen, hier DHL Express zu nutzen als Versandmethode. Das heißt eigentlich, dass das innerhalb von 3 Tagen hier ist. Einfach mit dem Hintergedanken, die Veranstaltung, die ist in absehbarer Zeit und gehen wir mal davon aus, 6 Tage plus 3 Tage, machen wir da draus mal Werktage.
Dann haben wir irgendwie 2 Wochen. Das ja, würde zwar noch reichen, aber sind wir ehrlich, da ist der Zoll beteiligt. Der Zoll ist eine Behörde und Behörden haben jetzt nicht unbedingt den Ruf, dass sie zuverlässig Sachen abwickeln. Von daher, komm, wir legen die paar Euro drauf, holen Express und haben dann ein bisschen mehr Puffer. Und wie wir hier sehen, das war keine so schlechte Idee. Das Ding war zwar tatsächlich innerhalb von weniger als 24 Stunden von Shenzhen nach Leipzig gekommen, allerdings ist es da halt liegen geblieben für sagenhafte 11 Tage. Ja, so lange hat es gedauert, das Ganze mit dem Zoll auszudiskutieren, unter anderem, weil sie gemeint haben, ja, komm, die Info schicken wir per Brief. Der Brief wurde montags versendet, hatte eine Frist bis Freitag und er kam halt freitags erst bei mir an, weil die Briefpost hier ist halt überschaubar gut. Glücklicherweise muss ich da wirklich mal einen Bonuspunkt für DHL verteilen, also deren Zollbearbeiter in Leipzig. Die haben sich dann doch noch darum bemüht, das Chaos etwas zu beseitigen und nachdem dann mit denen alles abgesprochen war, die nötigen Dokumente hingeschickt wurden, ging das dann auch relativ flott. Da war am nächsten Tag dann das Paket in der Abfertigung und am Folgetag dann auch bei mir. Zum Glück. Also gucken wir mal, ob das funktioniert hat. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay. Ein bisschen was draufstehen. Ich hoffe, es ist nicht nur die 100 Stück da drin. Arbeiten wir uns mal weiter hier rein vor. Ich hoffe einfach mal, dass sie mitgedacht haben und keinen Blödsinn damit gebaut haben. Denn das wäre ungünstig. Und das sieht schön aus. Wir haben jede Menge Zeug hier drin. Viele, viele Platinen. Und hey, ein Anstecker. Auch nicht schlecht. So, das sieht doch schon fein aus. Jetzt hoffe ich, dass sie das richtig gemacht haben. Und natürlich nicht. Na egal, sie haben es immerhin nicht allzu falsch gemacht. Die drucken eine Nummer drauf. In dem Fall hier ist es einfach mittendrin. Ich hatte eigentlich hier unten einen Platz vorgesehen, aber nee. Passt, ist unterm Batteriehalter, damit kann ich leben. Das hier ist, wie wir unschwer erkennen können, in gelb gehalten. Okay, dann haben wir eine Charge in schwarz. Und warum ist es da? Okay, da haben sie es auch an dieselbe Stelle gemacht. Nee, passt schon, passt schon. Dann haben wir diese hier. Das ist etwas Besonderes. Das ist weiß, aber mit vergoldeten Flächen. Sieht auch gut aus. Da sehe ich natürlich die Rückseite nicht. Nee. Gleich wohl doch aufmachen. Die hier in grün. 100 Stück. Ja, da haben sie es, da haben sie tatsächlich das auf die richtige Stelle gedruckt, da wo ich es auch hinhaben wollte. Sehr schön. Und das Ganze nochmal in blau. Ja, da haben sie es vorne drauf gedruckt. God dang it! Na gut. Kann man nichts machen. Wäre schöner gewesen auf der Rückseite, aber so ist es jetzt halt. Schade, schade. Da hat wer gepennt. Oder 2 Mann gepennt. Wie auch immer. Die hier sehen alle schon mal gut aus. So, die weiß ich, dass die meh sind. Die sind sehr gut. Die sind alle okay. Ne, die weißen weiß ich noch nicht. Dann machen wir die mal auf. Und, yep, die sehen auch sehr gut aus. Da ist auch die Nummer. Da, wo ich es haben wollte. Gut, ich werde mir jetzt ein paar rausholen und damit mal Testaufbau machen. Ja, fürs Zusammenbauen bräuchte ich jetzt natürlich noch ein bisschen was an Bauteilen. Die sind natürlich noch beim Zoll, aber hey, wir haben ja die Magie des Videoeditors. Also, zack, soweit, so gut. Ja. Wieso geht jetzt hier das Licht aus? So, jetzt aber. Und das sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. Wir haben hier einen großen Stapel mit diesen Batteriehaltern. Jups. Und dann noch ein bisschen was hier. Schöne Tüte. 6 plus 74. Okay, offensichtlich habe ich irgendwie deren Bestand gesprengt, aber sieht jetzt so auf den ersten Blick so aus, als ob alles da ist. Gut. Jetzt muss das Ganze nur noch funktionieren. Und ich denke, das Löten muss ich nicht nochmal zeigen, ist nahezu dasselbe wie eben auch. Und wie wir hier sehen, yep, es funktioniert und auch mit unterschiedlichen LED-Farben. Denn
Neben den einzelnen Farben für die Boards hatte ich auch unterschiedliche LEDs bestellt, so auf Verdacht. Und das, was wir jetzt hier sehen, das ist ohne Änderung bei den Vorwiderständen und ohne Änderung bei den Timing-Widerständen. Ja, es gibt ein paar Helligkeitsunterschiede, ja, die blinken unterschiedlich schnell, aber ich würde sagen, das hält sich alles noch im Rahmen und ist so okay. Und das Ganze war auch schön rechtzeitig, denn das hier wurde so ja, 1,5 Wochen vor der Veranstaltung fertig. Entsprechend hatten wir dann auch noch was Zeit. Das konnten wir dann mal in Probelöten im Space veranstalten. Ich hatte noch genügend Zeit, eine komplette Anleitung zu schreiben, die ja auch, denke ich mal, ganz hilfreich ist für Löteinsteiger. Wenn wir hier mal gucken. Da haben wir erstmal eine grobe Info, was für Werkzeug ist nötig, was ist gefährlich beim Löten, was für Bauteile haben wir. Dann eine Aufbauanleitung, entsprechend mit den einzelnen Schritten, was wohin gehört, wie rum wir die Bauteile eingebaut werden sollten. Ein paar Bilder hätten natürlich ein paar mehr sein können, aber meh, hier so war es schon ganz gut. Einige Leute kamen durchaus rein mit der Anleitung zurecht, um den Aufbau da zu meistern. Und auf der Rückseite habe ich mich dann nochmal ausgetobt, hat den Schaltplan nochmal drauf gemacht. Habe entsprechend noch ein paar Bilder drauf gemacht von der Eule, wie sie vorher und nachher aussieht, was man dann auch so als grafische Referenz verwenden kann. Und darunter der große Abschnitt. Die Theorie von so einer astabilen Kippstufe. Nein, das wird wahrscheinlich nicht 100% korrekt sein, aber es gibt so einen groben Überblick, wie das funktionieren kann. Und die Leute, die Interesse haben, haben dann was zu lesen. Und am Ende dann nochmal ein paar Links, wo das Ganze dann nochmal detaillierter erklärt wird. Dann haben wir auch so ein bisschen Bildungsauftrag zumindest erfüllt. Außerdem konnten wir die Zeit natürlich nutzen, um noch so ein paar Hacks zu entwickeln. Einer davon hat es sogar geschafft ins finale Kit rein. Und zwar hatte ich ja für die Befestigung vorgesehen, entweder eine Kordel drum zu machen mit diesen Löchern oben oder so eine Sicherheitsnadel anzulöten, was im Übrigen auch einwandfrei funktioniert hat. Also ich habe bei mir auch ein paar mitgemacht. Was uns aber aufgefallen ist, naja, wir haben ja hinten diese CR2032 und die ist aus Metall und wenn man einen Magnet hat, dann macht man halt den Magnet innen an die Kleidung, die Eule außen an der Kleidung und das hält doch relativ gut. Ist nicht hundertprozentig, aber es ist auf jeden Fall ausreichend und im Gegensatz zu so einer Nadel macht es halt keine Löcher in die Klamotten und ist da ein bisschen schöner. Und an der Stelle haben uns dann die Kollegen von Westwood Labs unter die Arme gegriffen. Die hatten nämlich noch zufällig irgendwie so größere Anzahl an Magneten rumliegen und ja, haben uns die zur Verfügung gestellt, haben uns noch ein paar Tütchen gegeben und so haben wir dann bei uns im Hackerspace fertige Sets mit den abgezählten Bauteilen, mit den Magneten und allem, was man dazu braucht, gepackt und damit sind wir dann zur Nacht der Technik gezogen. Und was soll ich sagen? Definitiv ein Erfolg. Also wir hatten da einen Raum oder eine Raumhälfte bespielt, zusammen wie gesagt mit Westwood Labs und CoLab. Wir hatten alles, was so die üblichen Hackerspaces ausmacht, also von den üblichen 3D-Drucksachen, LED-Krams, Arduino-Zeugs, Retro-Computing. Die Ausstellungsfläche war auch gut besucht und natürlich die Lötstation. Ich glaube, es gab keine Minute, wo nicht irgendjemand da am Löten war und mindestens zwei Leute angestanden haben, weil sie auch drankommen wollten. Während der gesamten Veranstaltung haben wir, glaube ich, fast 100 Eulen gelötet mit 5 Lötplätzen. Also, ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Quote, würde ich sagen. Interessant vor allen Dingen, es waren sehr viele Kinder und Löteinsteiger, die noch nie gelötet haben dabei und trotzdem haben sie das SMD-Kit gemacht. Aber ich denke, wir konnten auch hier mit dem Kit alle Leute glücklich machen. Es ist, glaube ich, keine einzige Eule, jedenfalls bei mir am Platz, ohne zu blinken, da rausgegangen. Also alles gut? Naja, okay. Ein paar Dinge gibt's immer, die man verbessern kann. Hauptsächlich die, wo ich gesagt habe, ja, passt schon. Passt wohl doch nicht. Nummer eins ist die LEDs. Ihr erinnert euch vielleicht, beim Design hatte ich gesagt, ja, okay, holen wir das normale Footprint. Hier gibt's ja kein Handsoldering. Schlechte Idee. Also die Handsoldering-Footprints haben es definitiv den Einsteigern erleichtert, da Dinge zu löten. Und bei den LEDs haben sich da schon deutlich schwerer getan. Aber wenn es bei den LEDs schon ein Problem ist, die Transistoren in den Füßen, definitiv ein sehr großes Problem. Da haben wir relativ kleine von diesen Pads. Wir haben vor allen Dingen ein Pad dabei, was Ground ist, wo man also nochmal richtig Hitze braucht, um das Ding aufzuheizen. Und ja, nicht viel Platz. Da haben sich viele schwer getan, da mussten wir oft nacharbeiten. Ich meine, es hielt sich noch in Grenzen, aber da hätte man was schöner machen können. Ich hatte sogar mal kurzzeitig überlegt, ob ich nicht noch ein zweites Footprint hinmache und dann irgendwie so ein TO92-Bauteil da zuzulassen als Alternative zu SMD.
Hat leider von Platz und Stabilität von den Füßen nicht so wirklich gepasst, deswegen hatte ich es weggelassen. War nicht ganz so gut. Ich muss mal überlegen. Also ich denke mal, wenn ich nochmal eine Revision mache, ich werde auf jeden Fall mal die Dateien updaten, ob ich sie nochmal rausjage, steht woanders. Ich werde hier auf jeden Fall die LEDs, das Footprint was breiter ziehen, die Pads was breiter ziehen, um da Hand-Soldering selber zu bauen. Und wahrscheinlich genau dasselbe bei dem Transistor. Ich werde wahrscheinlich auch einfach die Pads ein bisschen größer machen und dann einfach sagen, okay, passt schon. Wenn es größer ist, kommt man besser mit dem Lötkolben hin, hat bessere Wärmeübertragung und so weiter. Das sollte dann auf jeden Fall reichen. Ansonsten, naja, wenn wir mal auf unsere Liste gucken, ich glaube, wir haben alle Punkte erreicht, die ich mir so vorgenommen hatte. Preis ist noch nicht ganz klar, weil die Abschlussrechnung vom Zoll immer noch auf sich warten lässt. Aber ich gehe mal davon aus, wir kommen unter einem Euro raus. Und ja, ich denke, damit haben wir auf jeden Fall das Ziel da auch erfüllt. Und oh, würde mal sagen, die hier waren voller Erfolg und tut, wie wir unschwer erkennen können, was er soll.